ourselves with the wrongs we've done. Name them off one by one. Let's go to war. Let's go to war. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Paladins-Video. Heute spielen wir eine Runde Ying. So, wir haben drei Healer, wir spielen sie dann auf Damage. Und natürlich passend mit dem Meerjungfrauen-Skin zum Sommer. ja, also ihr habt im letzten Video ziemlich viel Support da gelassen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Hat mich wirklich mega gefreut und würde mich auch freuen, wenn wir natürlich in diesem Video auch wieder so viele Likes wie möglich schaffen, weil das ist das, was mich halt motiviert, natürlich die Videos zu machen. Und ich muss auch sagen, es ist ziemlich schwierig, Videos aufzunehmen, vor allem jetzt alleine in Casuals teilweise. Die Lobbys, die sind halt wirklich sehr, sehr nervig mit Electricity, Lian, Abuse und so ein Zeug. Also da wird halt immer komplett ernst gespielt. Da kann ich zum Beispiel so Videos wie Ying Damage kaum machen. Jetzt habe ich mal in der Nacht gequeued. Oder ich nehme das Video gerade halt in der Nacht auf und da sind die Lobbys halt verschieden. Manchmal sind sie halt übel, ja, Schwitzer-Lobbys oder halt überhaupt nicht. Oder ich habe halt jetzt oft Bots gehabt, das ist locker, boah, ich hab schon gestern auch ein paar Aufnahmeversuche gemacht mit einem anderen Champ. Also ich wollte schon mal Nando was zeigen, also halt einfach zeigen, wie OP Nando momentan ist, aber die Runden waren einfach nur beschissen leider. Und das war natürlich ein Problem. So, müssen wir aufpassen. Den kriegen wir aber down. Gut, sehr gut. Hat die Tyra tatsächlich. Gegen Damage habe ich echt lange nicht mehr gespielt. Es macht aber Spaß und es ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also es ist eigentlich ziemlich gut tatsächlich. Wenn man die Hits trifft, dann wird das was. So, wir müssen der Ashes mal ein bisschen helfen. So, Nando down. Sehen könnt auch natürlich gerne Vorschläge zu Champs machen und ich gucke mir das dann mal an. Ich spiele halt immer das eigentlich, worauf ich Lust habe tatsächlich. Ansonsten seht ihr mal viel im Stream von mir halt an verschiedenen Champs. So, wir ulten mal für die Ash. Da nämlich so lieb hat Tank gepickt für uns. Auch nicht selbstverständlich in Casual. Weil ohne Tank wären wir jetzt wieder aufgebaut. Wenn wir schon die Ult ready haben, dann warum eigentlich nicht? So. Das ist doch nice. So. Überlegt tatsächlich, ob ich. Die haben zwei Healer tatsächlich. Okay. Ne, dann gehen wir erstmal auf Court Rest und dann gehen wir auf Moral Boost. Und Nando nicht auf Aegis doch. Ja. Ding Damage macht Spaß tatsächlich. Naja, auf jeden Fall, es werden erstmal ein bisschen weniger Videos kommen. Gerade im Sommer, denke ich, ist es sowieso nicht so krass mit Videos. Wird wahrscheinlich zu weniger Zeit wieder mehr bringen. Stream nämlich viel. Und Videos habe ich nicht so viel Bock momentan, weil es auch ziemlich nervig ist. Und ich wollte auch ein bisschen meinen Paladins-Konsum demnächst drosseln. Den ich habe, weil ich habe ziemlich viel momentan Casual gespielt, aber sehr gerne gestreamt. Aber, ja, ich merke halt, wie ich wieder ein bisschen die Lust verliere und da muss natürlich mal eine Pause ran. Dann wird das irgendwann klar gehen. So. Holen wir einfach mal ein bisschen rein. Jetzt kommt gleich eine andere Ult. Noch nicht. Hab ich anders überlegt. Oh. Jetzt können wir echt ordentlich farmen. Und da ist er down. Von Ray weggeholt. Zack, zack. Das sieht gut aus. Hier noch ein bisschen farmen an dem. Wir an anderen Schellfisch jetzt einfach sterben gehen. Das ganze Team ist nämlich down. So, let's go. Double Kill. Oh, ich hoffe, das wird kein 4-0. Ne? Das ist auch so oft ein Problem. Dass die Videos so schnell vorbeigehen quasi. Ash hat overextended, das ist auch in Ordnung. Haben wir noch 30 Sekunden. So. Nando wieder live. Ich weiß nicht, Wrecker bringt halt glaube ich mit Ying gar nichts, weil sich der Damage dann nicht aufs Schild stackt. Oh, ist down. Wie schnell? Durchs Fire, lol. Okay. Das ist natürlich nervig. Oh, sehr starke Ult. Und Pick damit. So, müssen sogar die Ult nicht mal mehr usen. Das schaffen wir auch so. Da haben wir auch schon den Push. Ja, auf jeden Fall. Hat der keine Ult, der Nando?
Zack. Ja, das fetzt aber richtig rein gerade. Wir gehen auf Cauterize. Einfach zur Sicherheit. Moral Boost können wir später holen. Weil mit Ying Damage kann man natürlich übel gut farmen. Und der Skin ist eigentlich ganz cool. Ich spiele ihn viel zu selten. Ying hat allgemein sehr viele coole Skins, aber irgendwie spiele ich immer die gleichen, wenn ich mal Ying spiele oder sonst was. Aber, jo. GM, wie kommt ihr darauf? Ich habe keinen Titel ausgerüstet und keine Border, lol. Ex-GM, weil ich spiele kein Ranked mehr. Weil ich weiß, wenn ich wieder anfange mit Ranked in Parler, dann dann bin ich wieder zu sehr im Grind-Modus. Oh Mann, was soll ich denn machen? Die Runde, ne? Ich hoffe echt nicht, dass wir 4-0 gewinnen. Ich kann mein Team auch nicht trollen. Ich geh jetzt einfach nicht zone, okay? Auf Ehre. Ich gehe einfach nicht auf Tryhard Zone. Meine kleine Spritz du hinten. Was haltet ihr davon? Weil ich habe echt keine Lust, nochmal ein Video aufzunehmen, ne? Ich habe wirklich keine Lust. Ich habe so viele Aufnahmen versucht, ich werde jetzt einfach endlich mal ein Video für euch bringen, Leute. Aber ihn spazieren zu sehen hier als Meringfrau ist doch auch eine gute Sache, oder? Lass den nochmal drauf gehen. Wir geben denen eine Chance. Wir geben ihnen eine Chance, damit sie Credits haben. Weil es ist immer so, entweder es ist ein 4-0 oder ein 0-4 für uns oder die Runde ist kacke. Wir müssen die einmal lassen. Oh, tut mir leid, Ash. Ich wollte es wirklich retten. Oh. So. Muss mal aufpassen. Links können wir. Okay, was ist mit der Tyra los? Was macht die da? Ist die von der Cassie rausgeholt worden oder was? Hm, weird. Aber naja, ich denke mal, Schwert. Oh shit. Ich weiß nicht, wie ich es gerade überlebt habe mit irgendwelchen Rumgeporte durchgehend, aber wir haben es überlebt. So. Vielleicht too much die Ult. Lol. Der Schild gerade hochgenommen, eigentlich war der im Schild. Ja. Andere ein bisschen am Flicken. Gehen wir nicht zu weit nach vorne. Ich wollte gerade die Tyra mit Reste killen, aber wir spielen ja Damage. Okay. Ein bisschen mehr rein ulten. Wir farmen unsere Ult eigentlich so schnell full. Keine Solo-Ult. Der arme Nando, der wird hier komplett von allen Seiten geholt. So, haben wir auch. Das ist ja eklig, wie der Cripple Genos, ne? Das ist ja widerlich. Fast so widerlich wie Alacrity, aber nur fast. Das kann man nämlich wenigstens noch kontern mit Resilience. Also Grab Genos. Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, dass halt so, wenn es wieder kälter wird, ein bisschen mehr Videos machen werde, weil ich jetzt im Sommer sowieso das nicht so gut ist mit Videos und ich auch selber viele andere Sachen machen möchte. Aber Streams werden immer auf jeden Fall noch kommen, wenn ich mal Lust habe spontan. Aber es wird auf jeden Fall demnächst weniger. So ist das. Und jetzt verkacken wir anscheinend richtig. Moral Boost. Oh no.
Nein, er ist hinter dir. Holt mal noch, wir wollen jetzt nicht, dass sie einen Push kriegen. Bin ich ehrlich. Wir wollen nicht, dass sie einen Push bekommen. Hallo. Oh, die Ash kriegt sehr viel Damage, stirbt leider. Jetzt haben wir ein Problem. Er hat wieder eine Ult. Haben wir aber. Den Kunden oben runtergeholt. Und hinter dir ist ein Klon Nando. Yo, er ultet einfach. Was? Der ist Level 50 Nando? Das ist ja keine schlaue Ult gewesen. Bin ich ehrlich. Schade, hätten wir noch bekommen können. Wir haben 655 Credits. Was könnten wir uns holen? Ich meine, wir machen eigentlich sehr viel Damage. Sollen wir einfach Life-Rip auf 2 holen? Aber auf ganz entspannt. Ich denke, das ist eigentlich in Ordnung. Rejuvenate? Ja, für die Ash wäre Rejuvenate nicht schlecht. Ey, gegen mit 3 Healern. Insane. Was holt die Tyra da für Sachen? Reju 3. Sehr nett, aber Cauterize wäre auch nicht schlecht. Life Rip holen wir mal auf 2 hoch. Holen wir einfach Life Rip. Weil wir sind noch 0 mal gestorben, ey. Also so viel Damage ist da nicht. Und wenn wir mal sterben, ist auch in Ordnung. Ich versuche natürlich mein bestes Flawless zu gehen. Das war natürlich super. Das ist eigentlich eine ziemlich entspannte Runde gewesen. Das ist angesprochen, was ich wollte. Und ja. Gegen Damage auch schon lange nicht mehr gebracht. Dann Nando ist so gut wie tot. So. Ich bin einfach mal ein bisschen Sniper mit Ying. Warum nicht? So. Wieso nicht? Wir sind fair, wieso nicht? Wir lassen denen so die Chance. Wir snipen einfach ein bisschen. Zerus wird sterben. Ja. Es ist halt echt schwierig, ein gutes Video aufzunehmen. Sag ich euch so, wie es ist. Aber ich hab ein bisschen Zeitdruck, was das angeht. Und will unbedingt noch ein Video bringen. So, ein Touch ist drinne. Oh, meine Mates lasse ich hier nicht sterben. So. Macht auch keinen Touch, dann werde ich safe sterben. Okay. Also wenn ich nicht Zone mit, wenn ich nicht mit Zone gehe, dann verlieren die das. Ich will auch gar nicht die Mates oder so irgendwie disrespekten oder so. Ich habe einmal wirklich keinen Bock auf ein 4-0. Aber es soll jetzt schon, glaube ich, richtig spielen. Das wollt ihr auch nicht sehen. Meint ihr ja trotzdem unterhaltsam oder nicht? Huch, so. Haben wir eigentlich schon mittlerweile Wrecker? Ja. Genos geht Wrecker, lol. Die realisieren, wie widerlich das gerade ist. Oh, schöner Moonwalk Dash. Willst du Nando? Du tötest mich nicht. Mächtige Freunde hinter dir, Nando. So, okay. Ich glaube, das wird irgendwie nicht besser, wenn sie Cauterize 3 haben. Irgendwie scheint das noch trotzdem ziemlich stark für uns zu sein, das Game. Ist. Ultet immer in den letzten Sekunden, ne? Oh no, jetzt werde ich aber sterben. Nein, wir sind gestorben. Nein, wir sind gestorben.
Ja, ich wollte ulten, um mich halt zu safen selber, aber jetzt wurden wir halt überrannt. Jetzt wurden wir überrannt und wir haben unseren ersten Tod, verdammt. Verdammt. Okay, ich glaube, wir bringen einfach die nächste Runde, die Runde wirklich zu Ende, bevor wir hier ernsthafte Probleme haben. Wir schießen gerade alle auf uns, das ist ein bisschen schlecht. Tschüss, Cassie. Jetzt bin ich aber sauer, ey. Meinen ersten Tod bekommen, Schweine. Ich wollte wirklich flawless aus der Runde rauskommen, aber ich darf nicht. Gemein. Ah, er fliegt so komisch. So. So, wir werden jetzt auf jeden Fall komplett reinfetzen. Komme, was wolle. Hol noch ein bisschen Haven als Item und dann rein da. Boah, jetzt gehen wir aber Damage. So, jetzt wird hier. Geben den halt wieder zu viel Point Cap gerade. Aber Nando sollte down sein, perfekt. Ceres ist auch hochgehoben und down. Machen wir hier einen Klone, falls uns jetzt runterkickt von der Map. Okay, hat sie nicht vor. So, jetzt wird gezoned. So, wir hier zusammen. Sollten wir das Ding aber auch in der Kiste haben. Nando will nochmal auf den Point touchen. Es wird aber sehr schwer, kriegt sehr viel Damage. Schon wieder eine Ult, ey. Gefühlt irgendwie alle 2 Sekunden Ult. Der Kunde. Jupp, das war's. Kein Touch mehr. Jo. Das war doch mal eine saftige Runde. Ach ja. Jo, GG, würde ich sagen. Machen wir mal. Ganze Healer-Squad hier. Einfach einzige DPS-Reach Tyra gehabt. So geht's auch. Naja. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.